Moin und herzlich willkommen zu dieser Rezension bzw. Gegenüberstellung Buch versus Film. Ich habe das Projekt S von Stephen King endlich angepackt. Dieser 1500 Seiten Schinken lag schon sehr, sehr lange auf meinem Stapel ungelesener Bücher und sollte jetzt endlich dran glauben. Ich wollte es schaffen, dass ich das vorher lese, bevor der zweite Teil von S im Kino kommt und dass ich den Film dann auch noch im Kino sehen kann. Und ich habe es tatsächlich geschafft und davon möchte ich jetzt euch berichten. Das Buch ist im Heine Verlag erschienen, kostet in dieser Ausgabe 14,99 €. Es gibt mittlerweile eine neue Filmausgabe. Ich habe jetzt hier noch die Filmausgabe zum ersten Teil der Neuverfilmung und ich finde die auch wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Normalerweise bin ich kein Fan von Filmcovern oder auch Filmbüchern, die halt immer diese Filmcover tragen, aber das finde ich sehr, sehr cool gestaltet. Auch das Neue hat irgendwas. Es ist ganz weiß mit Pennywise vorne drauf. Auch ganz cool, aber ich mag das hier sehr, sehr gerne. Ich habe das Buch als Rezensionsexemplar vom Heine Verlag zur Verfügung gestellt bekommen und sage vielen lieben Dank dafür und entschuldige mich gleichzeitig, dass das so lange gedauert hat mit der Rezension. Aber es war doch irgendwie ein Angang, diese 1500 Seiten jetzt endlich ja, in die Tat umzusetzen. Ich habe mich dafür entschieden, das Buch als Hörbuch zu hören und nebenbei immer wieder reinzulesen. Das passte für mich tatsächlich besser in den Alltag und ich bin ein bisschen besser vorangekommen. Ich finde auch, dass David Nathan, der ja fast alle Bücher von Stephen King vertont hat auf Deutsch, das grandios gemacht hat. Es ist auch ein ungekürztes Hörbuch, was für mich auch immer sehr, sehr wichtig ist, dass kein Teil der Geschichte fehlt. Gekürzte Hörbücher finde ich einfach unsinnig. Deswegen war ich sehr froh, dass das hier ungekürzt war. Und normalerweise bin ich ja auch immer ein Bevorzuger von Büchern, weil man bei Büchern beim Lesen tatsächlich die Geschichte meiner Meinung nach viel intensiver wahrnimmt, als wenn man es hört. Aber in diesem Fall war ich ganz froh, dass ich das Hörbuch genommen habe, eben weil ich es besser in den Alltag einbauen konnte, aber auch ein bisschen wegen der Länge und weil einige Teile doch ein bisschen zäh waren. Aber dazu gleich ein bisschen mehr. Ich will euch natürlich jetzt erstmal zum Inhalt etwas verraten. Vielen wird das natürlich was sagen. Das ist natürlich der Horrorklassiker schlechthin und einer der bekanntesten Werke von Stephen King. Und ich bin froh, dass ich jetzt auch ein Mitwissender bin. Hier geht es, spielt es eigentlich alles in der Kleinstadt Derry, die ja, alle 27 Jahre heimgesucht wird von etwas Bösen. Denn es verschwinden dann in der Zeit ganz, ganz viele Kinder, es geschehen ganz viele Unfälle, wo viele Menschen ums Leben kommen und immer wieder, ja, passieren grausame Morde. Und das immer in sehr kurzen Abständen. Dann ist wieder ein bisschen Ruhe und dann, ja, 27 Jahre später geht es wieder von vorne los. Das fällt den meisten allerdings nicht auf. Erst Kindern fällt das sehr, sehr genau auf und diese wollen etwas dagegen tun. Das ist nämlich eine Gruppe von 7 Kindern, die sich die Verlierer nennen, denn sie werden sehr, sehr viel gemobbt aus den verschiedensten Gründen, ob sie nun stottern, ob sie sehr, sehr dick sind, ob sie sehr, sehr schüchtern sind, ob sie sehr, sehr kränklich sind, ob sie schwarz sind. Ja, alle haben irgendwie ihr Päckchen zu tragen, auch in Form von Missbrauch von zu Hause, jeglicher Form, psychisch oder physisch. Also es ist wirklich schon sehr, sehr schwer zu ertragen, wie diese Kinder überhaupt aufwachsen. Ja, aber ein Lichtblick gibt es, nämlich die Freundschaft zueinander. Manche kennen sich zu Anfang der Geschichte schon, sind schon befreundet, andere kommen erst so langsam dazu und bis sie dann schließlich eine eingeschweißte 7er-Gruppe sind von Freunden, wo man wirklich herausmerkt, dass sie sich gegenseitig unterstützen, sich lieben. Und ja, das hat sehr, sehr viel Freude bereitet, diese Freundschaft wachsen zu sehen und ja, hat sehr, sehr viele Lichtblicke reingebracht in diesem sonst sehr, sehr deprimierenden und düsteren Werk. Ja, wir erfahren aber nicht nur, wie es in ihrer Kindheit so abläuft, sondern auch dann 27 Jahre später, denn sie haben sich geschworen als Kinder, dass sie, wenn sie dieses Wesen, dieses S, dieses Böse in der kleinen Stadt nicht besiegen können, irgendwann wieder nach Derry kommen und es dann ja tatsächlich wieder bekämpfen. Und es ist nicht chronologisch erzählt, denn wir springen immer wieder hin und her in Vergangenheit,
in die Gegenwart und haben immer wieder Rückblicke. Und ja, so ist es immer so ein bisschen verschachtelt, dadurch natürlich auch erzähltechnisch sehr interessant, manchmal auch ein bisschen verwirrend, weil wir hier eben sehr, sehr viele Protagonisten haben. Wir haben nicht nur die Kinder, beziehungsweise später dann die Freundesgruppe als Erwachsene, sondern wir haben sehr, sehr viele Personen, die auch ihre Geschichte erzählen. Und das ist manchmal sehr, sehr schwierig, denn bei der Stange zu bleiben und konzentriert zu bleiben und dann noch durchzusteigen bei den vielen Namen. Stephen King ist wie immer sehr, sehr auf seine Charaktere fixiert, was ich bei ihm auch sehr, sehr mag, dass er seine Charaktere sehr, sehr gut ausarbeitet, sie nie schwarz und weiß zeichnet, sondern wirklich in vielen Grauabstufungen und ihnen wirklich eine Substanz gibt. Und ja, das ist seine Stärke. Was viele vielleicht ein bisschen zu detailliert finden, ist auf jeden Fall eine Stärke von ihm für andere. Und das sehe ich auch so. Allerdings waren es hier einfach zu viele Charaktere für mich. Er hätte sich gerne auf die 7 Figuren beschränken können. Das ist schon für mich, ja, reicht schon förmlich, ist eigentlich für mich auch schon fast zu viel. Aber das ist für mich schon auf jeden Fall für essentielle Wichtigkeit, dass diese Figuren gut ausgearbeitet sind. Aber es gab halt viele, viele Nebenfiguren, die auch noch ihre Geschichte bekommen haben. Und das fand ich manchmal ein bisschen zu viel. Ja, S, das Böse, tritt natürlich oft als Clownsfigur auf. Man kennt ihn auch als Pennywise. Und was genau nun dahinter steckt, das könnt ihr hier lesen oder beziehungsweise hören, wenn ihr euch auch für das Hörbuch entscheidet. Ja, ich habe ja schon gesagt, dass ich es manchmal ein bisschen zäh fand und deswegen auch ganz froh war, dass ich das Hörbuch hatte, weil ja, dann war es halt nicht so schlimm, wenn man mal so ein bisschen abgelenkt war, weil es in dem Moment auch jetzt nicht so wichtig war zuzuhören. Ich habe viele Passagen gemocht, wirklich sehr, sehr genossen oder sehr mitgelitten in diesem wirklich fetten Werk. Aber es gab halt viele Passagen auch, die mich nicht so interessiert haben. Diese Zwischenspiele sozusagen, die fand ich wirklich nicht so spannend. Oder halt, wo Nebencharaktere nochmal ihre Geschichte erzählt haben, die zwar daraus ein großes Ganzes gemacht haben. Und es hat sicherlich auch für Stephen King Sinn gemacht, das zu schreiben, aber ich finde, es hätte durchaus noch gekürzt werden können. Ja, es ist Horror, aber für mich ist es eher menschlicher Horror und nicht sehr dieses gruselige, mystische, was einen so sehr erschreckt, sondern wirklich das menschliche Grauen, wozu Menschen fähig sind, wozu Menschen sich gegenseitig treiben und triezen. Und das hat mich wirklich sehr, sehr runtergezogen. Also das war manchmal schwer zu ertragen, was den Kindern passiert ist, was überhaupt in der Menschheit passiert. Es war sehr deprimierend, runterziehend und wirklich, wirklich schwer zu ertragen. Deswegen bin ich so froh, dass immer wieder kleine Lichtblick, dass es immer wieder kleine Lichtblicke gab durch die Freundschaft zueinander. Das waren eigentlich meine Lieblingsszenen, wie die Freundschaft entstanden sind, was sie zusammen so gemacht haben. Das waren eigentlich so Lappalien, aber für mich waren das die stärksten Szenen tatsächlich. Diese paar gruseligen Szenen in der Kanalisation fand ich auch gut, was um Pennywise herum. Das Finale war tatsächlich überraschend, so ein bisschen esoterisch tatsächlich. Interessant, wäre ich jetzt gar nicht so drauf gekommen, dass es in diese Richtung geht. Und was ich so ein bisschen schade finde in dem Buch tatsächlich, dass es viel weniger mit dieser Zirkus- und Clown-Thematik spielt, als ich gedacht habe. Pennywise tritt zwar sehr oft, oder beziehungsweise es tritt sehr oft als Pennywise auf, als Clown, aber das ist nicht seine einzige Gestalt. Er kann sich halt in alle möglichen Gestalten formen, wo seine Opfer halt, ja, wovor seine Opfer Angst haben. Und anlocken kann er sie oder die Kinder meistens natürlich sehr gut mit Luftballons und mit seiner Clownsgestalt. Ja, also insgesamt bin ich sehr, sehr froh, dass ich das jetzt geschafft habe, war erleichtert, dass ich es durchbekommen habe, weil es mich doch sehr, sehr runtergezogen hat. Das Ende fand ich okay. Und ich hatte tatsächlich, jetzt komme ich so langsam, schwappe ich so langsam in die Verfilmung rüber. Ich hatte tatsächlich vor 2 Jahren den Film, den ersten Teil schon gesehen im Kino
und fand den auch echt cool. Da hatte ich aber das Buch noch nicht gelesen. Ich wusste ungefähr, um was es sich dreht. Und ich wusste auch, dass ich irgendwann dieses Buch lesen möchte. Aber ich war einfach zu neugierig und wollte gerne den ersten Teil auch im Kino sehen. Ja, ich muss sagen, ja, ich fand im Trailer davor waren halt schon die besten Szenen irgendwie drin, was mich ja, so ein bisschen enttäuscht hat. Aber ansonsten fand ich den Film ganz cool. Jetzt habe ich ihn letztens nochmal wiederholt, um ja, so ein bisschen aufzufrischen, was im Film so dran war. Und ich muss sagen, dass die Kinderschauspieler sehr, sehr gut gewählt sind, dass sie das wirklich sehr, sehr gut gemacht haben. Es gab gruselige Momente, sehr, sehr viele Schockmomente, wo drauf aufgebaut wurde, natürlich auch ein bisschen eklige Momente. Aber im Großen und Ganzen ist es jetzt nicht mein Lieblingsfilm. Ja, und dann kam der zweite Teil, und den habe ich jetzt gerade erst vor 3 Tagen oder so gesehen. Und ich bin begeistert von diesem Film. Ich fand ihn einfach genial. Aus so vielen Gründen. Ja, ich wollte jetzt einfach das ganze S-Thema jetzt abrunden mit diesem zweiten Teil und war jetzt zwar neugierig und habe mich darauf gefreut, aber mit sowas habe ich gar nicht gerechnet. Erstmal war er mit viel mehr Humor gespickt als der erste und dieser Humor hat tatsächlich sehr, sehr gut da reingepasst. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, wenn mir das jemand vorher erzählt hätte. Es wirkt überhaupt nicht albern, sondern sehr, sehr viel Ironie, Sarkasmus, schwarzer Humor ist da mit reingesät und das hat einfach gut gepasst. Eben mit dieser Figur von Richie Tozier, das Schandmaul, hat das unglaublich gut gepasst. Diese Dynamik zwischen den Figuren kam toll raus und ich finde, sie haben die erwachsenen Schauspieler von dieser Siebener-Truppe unglaublich gut gecastet. Also echt tolle Leistung. Und auch im zweiten Teil, wo sie ja eigentlich bei den Filmen tatsächlich aufgeteilt haben, der erste Teil kümmert sich um die Kindheit der Jugend, um die Kindheit der Figuren und der zweite Teil kümmert sich um die erwachsene Version. Nicht so wie im Buch, dass das total verwoben ist und immer hin und her springt, sondern wirklich klar getrennt. Aber im zweiten Teil gab es tatsächlich auch wieder Rückblicke, die man im ersten Teil gar nicht gesehen hat. Und somit kamen auch die Kinderschauspieler wieder zum Tragen. Und das hat das erzähltechnischer viel figelinscher und so ein bisschen natürlich intelligenter gemacht und interessanter sogar noch. Und ja, dann also der Humor. Und was mich unglaublich auch unterhalten hat, sind diese Anspielungen. Natürlich war ich jetzt, hatte ich viel mehr Wissen im Kopf als vorher beim ersten Film. Aber im zweiten Film gab es wirklich viele, viele Anspielungen, viele Easter Eggs, die man heraussehen konnte, ob das eine Schildkröte war oder der Meister selbst, der irgendwie so einen kleinen Auftritt noch in der Verfilmung gespielt hat, was er ja sehr, sehr gerne macht in seinen Verfilmungen. Und das war einfach toll. Das wusste ich nicht vorher. Das war für mich komplett eine Überraschung. Und die Szene war einfach grandios, weil er sich selbst auch noch so ein bisschen auf die Schippe genommen hat, mit sehr viel Selbstironie an die ganze Sache rangegangen ist. Und wenn man das verstanden hat, war es ein wirklich blendendes Gesamtkonzept. Es gab wieder Ekelmomente, spannende Momente, aber auch sehr, sehr rührende und emotionale Momente, wo wieder dieses Zwischenspiel von den Figuren dargestellt wurde. Und das hat mir gut gefallen. Es war irgendwie alles drin, alles dabei. Es ist nicht bloß oder nur ein Horrorfilm, sondern so viel mehr. Und ja, es gab sogar eine Shining-Anspielung und das Ende haben sie sogar ein bisschen geändert und ich fand das Filmende tatsächlich besser als das Buchende und ich finde auch, dass der Film vieles anders gemacht hat, aber besser, also viel mehr logischer irgendwie in sich. Natürlich fehlte auch viel, was dann immer schade ist, aber insgesamt, was eher selten ist, bin ich ein größerer Fan von der Verfilmung als von dem Buch. Aber ich muss auch sagen, nur weil ich das Buch vorher gelesen habe, ist der Film für mich so unterhaltsam gewesen. Also ihr merkt, es ist so ein bisschen kompliziert. Wenn ich das Buch vorher nicht gelesen hätte, hätte ich diese ganzen Anspielungen in dem Film nicht verstanden. Und gerade das hat es natürlich auch wirklich ausgemacht. Also eine Kombination aus beiden war für mich perfekt und das war jetzt der perfekte Abschluss davon. Ich kenne natürlich noch nicht die alte Verfilmung mit Tim Curry, aber
Ich glaube, für mich ist das jetzt so okay, weil ich die einfach toll fand. Ich bin so begeistert und habe gar nicht damit gerechnet, dass ich so sehr begeistert werde. Und jetzt ja, wertet das für mich natürlich auch das Buch noch mehr auf. Und ja, dass ich jetzt auch ein Eingeschworener bin und dass ich tatsächlich auch ein Eingeweihter bin. Ja, sagt doch bitte mir mal, wie ihr so dieses Buch versus Film-Verhältnis so gesehen habt, ob ihr auch so begeistert seid vom zweiten Film im Gegensatz zum ersten. Ist natürlich ein großes Thema und es wurde sicherlich schon viel drüber gesprochen. Es ist ja auch schon wirklich, wirklich alt, das Buch. Aber ja, ich bin froh, dass ich diesen Horrorklassiker jetzt kennengelernt habe und mit dem Film ja, mir so viel Freude bereitet habe. Ja, das soll es aber jetzt gewesen sein. Ich freue mich auf eure Kommentare und Meinungen und wünsche euch jetzt noch eine schöne, lesereiche Zeit. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.